So, jetzt ist es soweit. Relegationsduell. Hertha BSC gegen den HSV. Welcher dieser beiden, ja, Traditionsteams wird nächstes Jahr im Oberhaus sein? Neben mir der Kopf von Radek mit einem griechischen Bier in der Hand. Wie gibt's das denn? Wie spät ist es denn bei dir gerade? Über eine Stunde später als bei dir. Das gibt mir natürlich einiges an Wettvorsprung, weil ich natürlich dann schon eine Stunde vorher weiß, wie das Spiel läuft, während es bei euch dann gerade mal vielleicht dann anfängt. Das ist natürlich Betrug und vielleicht, ja, sollte man dann eine Konferenz machen, damit ich das auch ausnutzen kann. Hertha hatte es ja wirklich mit zwei Matchballspielen versaut und mit der Niederlage gegen Mainz, die sie ja davor so kritisiert hatten, dass die gegen Bayern gewonnen haben. Also nicht die Mainzer kritisiert, sondern den FC Bayern, hat dann Mainz im nächsten Spiel quasi gezeigt, warum sie den großen FC Bayern geschlagen haben. Und dann, ja, war es ja total verrückt. Ich weiß nicht, wie du den letzten Spieltag erlebt hast, aber ich hatte Tennis und als ich mit meinem Doppel angefangen habe, war es noch so, dass Hertha in der ersten Liga war, denn da waren die noch 1:0 vorne gegen Dortmund und Köln-Stuttgart war, glaube ich, schon 1:1. Also total verrückt. Und dann auf einmal schießt Stuttgart in der Nachspielzeit das Tor. Dann schießt der BVB, ausgerechnet der BVB, zwei Tore gegen Berlin. Und jetzt haben wir die Relegation. Und das ist ja doppelt verrückt, Radek, weil dem HSV hat doch vor zwei, drei Spieltagen auch noch keiner zugetraut, in der Relegation zu sein. Wie gibt's denn sowas? Ja, das hat die Bundesliga, aber du hast die Mainzer angesprochen, es war auch die Bayern, der Bayern geschenkte Punkt, den die Bayern Stuttgart geschenkt haben beim 2 zu 2. Ich habe es noch gesagt, das war natürlich extreme Schiebung, weil dass die Bayern das nicht gewinnen, ist eigentlich eine Frechheit. Und so hat Stuttgart dann diesen wichtigen Punkt gegen Bayern geholt und dann, dass sie da quasi das noch so in der 2 Minuten gedreht haben. Also mich freut es natürlich extrem für die Stuttgarter. Die haben den Abstieg natürlich auch nicht verdient. Aber wenn man sich ehrlich ist, das war natürlich schon ja, sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Glück. Und jetzt ist Hertha halt in der Relegation auch sehr verdient, muss man sagen, weil sie es ja auch voll aus der eigenen Kraft hätten schaffen können. Und naja, Felix Magath natürlich auch einen guten Job eigentlich geleistet hat. Und er ist auch der Einzige in Berlin, der sich auf dieses Spiel zu freuen scheint. Also für jeden, der auf Twitter ab und zu unterwegs ist, der kennt vielleicht den Original Felix Magath, der Twitter-Account von Felix Magath, der quasi schon von Anfang an, seit er halt bei Hertha ist, immer was twittert und nur darauf hinarbeitet, dass er für Stuttgart und Hamburg quasi den Klassenerhalt schafft, sonst hätte er den Job in Berlin nicht angenommen. Und wenn das so ist, dann steigt natürlich Hamburg auf, weil Magath ja natürlich in den 80er Jahren mit dem HSV unter anderem halt damals den Cup der Landesmeister geholt hat und natürlich ein alter Hamburger ist. Ja, das hat schon was, ne? Also ich habe dann auch das Interview oder das Zitat gelesen, dass Magath seinen Jungs gesagt hat, hey, als ich euch übernommen habe, da wart ihr 17. und jetzt haben wir es in die Relegation geschafft. Das ist ein Erfolg, kein Grund, jetzt die Flinte ins Korn zu werfen. Der HSV, ja, das ist ja eigentlich auch, da kann man ja fast sagen, die Unaufsteigbaren, so wie die sich immer angestellt haben. Und jetzt war es am letzten Spieltag doch auch so, dass sie erst 1:0 gegen Rostock hinten waren. Darmstadt hat dann vielleicht nochmal gehofft, dass es doch was wird. Haben ja gleich mit drei Tore Vorsprung in den ersten Minuten vorgelegt. Aber der HSV ist letztendlich dann doch auf Platz 3 gestürmt. Und apropos Stürmen, man erwartet mindestens 15.000 Hamburg-Fans im Stadion, weil die Hertha zu früh den öffentlichen Ticketverkauf geöffnet hat. Und dementsprechend sehen wir vielleicht sowas Ähnliches wie Frankfurter Fans in Barcelona, nur mit HSV und Hertha. Würde sogar aus meiner Sicht Sinn machen, weil Hertha müsste sehr, sehr viel Frust dabei sein, vor allem auch bei den Fans bis so Semi-Fans. Und HSV ist natürlich die totale Euphorie. Und ich glaube auch, das Rückspiel, da sind die Tickets unerschwinglich teuer für Hamburg Sportfreunde. Aber jetzt kommen wir mal zu den Quoten, bevor wir hier ein einzelnes Spiel in 20 Minuten zerlegen. Die Hertha ist Favorit im Heimspiel. Gibt ja keine Auswärtstorregelung, by the way, mehr. Das heißt genau das gleiche wie in der Euroleague und Champions League. Wir haben eine 2,37 bei der Hertha. Beim HSV stehen wir mit Außenseiterquoten 3,15. Asian Handicap 0 zum Beispiel. Das bedeutet, wenn das Spiel unentschieden ausgeht, bekommt man auf den Sieg auf dem HSV immerhin eine 2,2, auf die Hertha eine 1,68.
Beide treffen gibt eine 1,8, beide treffen nicht eine 2,05 und ein Over-Under über 2,5 ist eine Verdopplungsquote. Was denkst du denn, sind jetzt so für dich die spannendsten Wetten bei diesem Spiel? Ja, ich bin, wenn es um DFB-Pokal geht oder auch jetzt um Relegation, eigentlich immer pro erste Liga, weil die ja die Favoriten sind und diese Ausnahmen eben Ausnahmen heißen, weil sie nicht die Regel sind und deswegen die Erstligisten sich in den meisten Fällen in der Relegation und auch im Pokal durchsetzen. Nur die Überraschungen bleiben natürlich mehr im Kopf. Das ist halt einfach dieser Streich, den man sich dann halt macht, wenn man sich dann denkt, oh ja, diese Relegation hat vielleicht seine eigenen Gesetze. Ruft jetzt gerade der Herr Magath bei dir an wahrscheinlich und sagt, das ist eine klare Sache. Hertha zerlegt den HSV. Glaube ich zwar nicht, aber ich denke schon, dass Hertha nicht nur wegen dem Heimvorteil, sondern auch, weil sie ja einfach ein Erstligist sind, im Vergleich zum HSV, egal wie viele Fans da jetzt mitkommen, einen Vorteil haben. Im Rückspiel, wenn es Rückspiel in Hamburg ist, glaube ich, sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Ich glaube, ich würde es den Hamburgern auch mehr gönnen als den Berlinern. Jetzt nicht unbedingt wegen der Stadt oder irgendwas, sondern halt einfach auch wegen der Tradition des Vereins. Ich glaube, Hamburg hat es nach ein paar Jahren mal wieder verdient, in der ersten Liga zu sein. Ich gönne aber Hertha den Abstieg nicht, obwohl sie natürlich jetzt in letzter Zeit wirklich nicht sehr, sehr überzeugend und sympathisch aufgetreten sind. Ganz schwierig. Ich würde aber nicht auf Hamburg setzen, sondern vielleicht auf eine kleine Einheit auf den Berlin-Sieg. Aber kann man natürlich auch diese Unentschieden-Gefahr vorstellen. Also dann sagst du eher, wenn man wettet, vielleicht Asian Handicap 0, Draw No Bet auf die Hertha, auch wenn die Quote nicht so viel Sinn macht, aber du siehst da schon den besseren Kader. Ich meine, ich habe tatsächlich die ersten 20 Minuten im Spiel gegen den FSV Mainz gesehen von der Hertha, weil die Kulisse mich zum ersten Mal da beeindruckt hat, als sie da nur nach Hause gehen wir nicht oder gesungen haben. Das war schon Gänsehaut mit den Fans. Aber es hat ja nicht mal was gegen Mainz gebracht. Und ausgerechnet jetzt in einem Do-or-Die-Spiel oder beziehungsweise mit Hin- und Rückspiel wüsste ich nicht, wo da die Hertha Favorit sein sollte. Und Ja, was spricht denn für Hamburg? Das muss man auf der anderen Seite mal fragen, bevor wir jetzt die Hertha schlecht reden. Muss man erst mal sagen, warum sollte denn Hamburg hier irgendwas reißen, nur weil sie ein bisschen Euphorie haben, weil sie gerade mit Ach und Krach Dritter geworden sind, weil sie lange gegen Hansa Rostock hinten waren. Ich weiß nicht. Also ein Glatzel, vor dem scheißt sich selbst in Berlin kein Abwehrspieler ein. ja, und das ist lustig, dass du das jetzt so sagst, weil du hast mich natürlich nicht aussprechen lassen, weil jetzt wäre mein Aber gekommen, aber es geht gegen den HSV. Und ich bin ja Werder Bremen-Fan und ich feiere das Jahr für Jahr, dass Hamburg da unten alles sich immer in der Rückrunde versaut. Und es ist einfach typisch Hamburg, wenn es wieder passieren würde, wenn der nächste Trainer dann nächstes Jahr kommt und dann wieder der nächste Umbruch. Es wäre einfach so typisch, aber ich glaube schon, dass sie jetzt in dem Fall einen Stich haben. Das Hinspiel geht aus meiner Sicht 1 zu 1 aus. Da bekomme ich auch nur eine 6,5 Quote. Ich glaube, es findet dann im Rückspiel erst die Entscheidung statt. Ich denke, beide werden zu defensiv auflaufen. Ich erwarte jetzt hier kein Torfeuerwerk. Das sagt ja auch die Quote. Über 2,5 Tore gibt eine eine Verdopplung. Was sagst du vom Ergebnis? Ich schwanke zwischen 2-0 und 2-1, aber ich denke schon, dass die Hertha jetzt in der Defensive gegen Hamburg nichts anbrennen lässt, deswegen 2-0. 2-0 ist eine 11,5-Quote und dafür, dass 2-0 eigentlich so ein Standardergebnis ist, musst du fast das spielen. Also finde ich sehr, 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 sehr spannend. Auf jeden Fall hören wir uns dann hier wieder zum Relegationsrückspiel. Ich freue mich tatsächlich mehr auf andere Duelle als auf die beiden Teams hier, aber wir wollen ja beide wissen, wer schafft es denn nächstes Jahr in der Bundesliga aufzulaufen. Radek, danke für deine Zeit aus Griechenland und ja, sag doch mal, ihr da draußen, steigt der HSV auf oder bleibt Hertha drin? Und noch viel wichtiger, was ist eure Wette für dieses Spiel und was ist euer Ergebnis? Bis dann! Oddspedia, the Sports Betting Community.